Das Besondere an unserem Computermuseum ist, dass alle Maschinen funktionsfähig sind, dass wir zeigen können, wie man früher mit den Maschinen gearbeitet hat. Und wir haben eine ganze Reihe von Maschinen, an denen man die Evolution von Technologien zeigen kann. Das ist schwer zu sagen. Alle Maschinen sind interessant, zum Beispiel hier die IBM 1130-Anlage, der PDP-8 oder wie am Anfang gezeigt der LGP-30. Ich lade Sie ein, sich diese Maschinen im Museum live und im Betrieb anzuschauen. Am Anfang waren das einfach alte Geräte, die nicht mehr benötigt wurden und die in den Labors übrig geblieben waren. In den 1990er Jahren konnte man von der zentralen Beschaffungsstelle der Universität Geräte privat erwerben. Und seitdem wir gut im Internet vertreten sind, gibt es sehr viele Spenden und Geräte, die uns angeboten werden, die wir nur abzuholen brauchen und die wir sehr gerne hier in unserem Museum übernehmen.